Boah, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin deswegen nicht erfolgreich, weil. Ich bin deswegen nicht erfolgreich, weil. Ich bin deswegen nicht erfolgreich, weil. Liebe Leute, fangt doch mal an, den Grund dafür, dass du nicht erfolgreich bist, in dir zu suchen und nicht in irgendwelchen anderen Leuten. Es ist der da hinten. Guck mal, siehst du den? Der ist es schuld. Der ist der Grund. Oder das haben meine Eltern halt so und so gemacht und deswegen ist doch klar, dass ich nicht erfolgreich sein kann. Oder, ey, du da hinten, weißt du noch, damals hast du Folgendes zu mir gesagt und das hat dazu geführt, dass ich nicht erfolgreich bin. Es ist so, so einfach, eine Ausrede dafür zu finden, dass du nicht erfolgreich bist. Aber wenn du denn dann erfolgreich bist, dann können wir alle in die Luft springen und sagen, hey, ich bin der Grund, ich hab's geschafft. Das ist so ein krasser wirtschaftlicher Fehler, das ist ein unternehmerischer Fehler, das ist ein gesellschaftlicher Fehler, das ist ein über alles hinweggehender Fehler. Und was ich so hilfreich finde, ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass du das gute Recht hast, Erfolge zu feiern, dass du das gute Recht hast, für dich einzutreten, zu kämpfen, Dinge zu tun, die dich, dein Business, deine Persönlichkeit weiterbringen, aber dass du genauso verstehst, dass Dinge, die auch manchmal schief laufen, dass Dinge, die nicht klappen, dass Dinge, die du nicht überwunden hast, dass das nicht immer die Schuld der anderen ist. Wir haben alle diese Tendenz, Schuld und Fehler nicht bei uns selber, sondern bei anderen zu suchen. Aber wenn du das die ganze Zeit machst, dann schiebst du diesen Peter, den Verantwortungspeter, immer zu anderen. Und wenn du den Verantwortungspeter zu anderen schiebst, dann darfst du auch nicht verantwortlich dafür sein, wenn gute Dinge passieren, wenn du Dinge geschafft hast, weil dann liegt das ja auch nicht mehr in deiner Verantwortung. Und das finde ich so extrem wichtig, dass man versucht und sich selber immer wieder vor Augen führt, dass man selber für sich responsible ist, dass du bist die Verantwortung für dich und alles, was um dich herum passiert. Das Tolle daran ist nämlich, wenn du das verstanden hast und wenn du weißt, nicht da draußen die ganzen Leute, die sind's alle schuld, sondern wenn du selber verstanden hast, dass du über Erfolg und Misserfolg entscheidest, dass du über Glück und Unglück in deinem Leben entscheidest, dann bist du ein Entscheidungsträger, dann bist du verantwortlich, dann bist du die Führungsposition, die Führungskraft in deinem eigenen Leben. Und wenn du das verstanden hast, dass du diese Führungskraft bist, dann hast du eine solche Energie, weil du darfst ja jede Entscheidung treffen, nicht irgendjemand anders, nicht irgendein Chef, sondern du. Du bist derjenige, der dann entscheiden darf. Und wenn du das für dich verstanden hast, dann wirst du auf einmal offenen Auges oder offenen Ohres oder offenen Mundes durch die Gegend laufen und wirst dir immer wieder vor Augen führen, dass egal welche Situation bei dir eintritt, du entscheiden kannst, ob du da jetzt mitmachst. Du entscheiden kannst, ob es erfolgreich wird oder eben nicht. All diese Dinge entscheidest nur du. Das heißt, nutz die Kraft aus dem Erfolg heraus, nutz die Erfahrung, dass du es warst, der dich erfolgreich gemacht hat. Auch dazu, in Situationen, in denen du nicht erfolgreich warst, zu verstehen, dass du es ändern kannst, dass du die Möglichkeit hast, das zukünftig und in anderen Situationen wieder anders zu machen. Wenn du das verstanden hast, wirst du ein eigenverantwortliches Leben leben, in der jederzeit es dir obliegt zu entscheiden, entscheide ich so oder entscheide ich so. Ich habe dir dazu übrigens noch ein weiteres Video gemacht, in dem ich dir erkläre, wie man Entscheidungen im Leben trifft, wie man auch in die Entscheidung kommt, weil ganz viele Menschen stehen so, mache ich das? Mache ich das? Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich ja durch die Mitte gehen. Leider gibt es die Mitte aber nicht. Also versuch dir immer wieder vor Augen zu führen, dass alles das, was in deinem Leben passiert, deine eigene Entscheidung ist. Wenn du das verstanden hast, wird dein Leben komplett anders ablaufen. Wenn du mehr solcher Videos hast oder haben möchtest, nicht selber hast, sondern haben möchtest, dann schreib mir das total gerne mal in die Kommentare oder drück mal hier auf das Däumchen. Das macht man doch auch mal schnell. Ich freue mich, wenn dir meine Videos ein bisschen helfen.